Wir sind super in Szene gesetzt. Was denn? Warte. Oh. Hinten muss es runter, vorne muss es hoch. So, liebe Leute, Glück auf. Wir sind heute im schönen Herrischried. Machen jetzt noch an unserem letzten Tag eine kleine Tour von so 7 Kilometern hoch zum Google-Turm. Und heute Abend gibt es noch eine Laternenwanderung in Todtnau. Mal gucken, wie das noch so wird, ob man da was filmen kann oder ob es da vielleicht schon zu dunkel ist. Keine Ahnung, weil um 7 Uhr abends ist es hier schon finster wie im Bernasch. Also von daher nehmen wir euch jetzt zumindest noch mal mit auf die Tour mit. Ansonsten, wenn es heute Abend was wird, filmen wir da noch ein bisschen. Wenn nicht, wird es das heute gewesen sein. Morgen begeben wir uns dann wieder auf den Weg ins schöne Ruhrgebiet. Aber wollen euch heute noch mal mitnehmen und von daher, let's go! Gefahren aus? Ja? Ja, prima Telemark gesetzt. Leichte Unsicherheit im linken Fußgelenk. Scheißwurzeln. Aber das ist halt einfach mein katzenartiger Körperbau. Was? Warst du die Leute schon wieder? Ja. Ich? Eher waschbärartiger. Was ist, du kannst nicht vorbei, oder? Ja. You shall not pass. Es ist einfach schön hier. Wenn wir eins nicht vermisst haben, dann ist es der Wind. Aber naja, ansonsten und Regen. Eigentlich ist es ein bisschen schade, dass es gerade nicht regnet. Ja, weil da hätten wir uns fürchterlich drüber gefreut. Den Tor finde ich eine fürchterlich. Naja, aber wenn man sich hier die Wolken so anschaut, das kann mal ganz schnell gehen und schon stehen wir gleich wieder im Regen. Abwarten. Zur Kreuzigung, ja. Ja, dann dreht die Tür bitte links, jeder nur ein Kreuz. Oh Gott, dafür komme ich in die Hölle. Naja. Also, es scheint hier ein Prozessionsweg zu sein. Also ich möchte nicht der Typ sein, der Jesus spielt und eventuell das Kreuz hier hochschleppt. Ah. Ja, schon geil. Leco mio, ey. Aber naja, always look on the bright side of life. Was? Always look on the bright side of life. Yes.
geschafft. Ja. Oh, ich hatte gedacht, es wäre zu. Ja, die Gitterroste, die wären was für den Kanalinhaber. Sowas hat er richtig Bock. Aber er wird mit einer traumhaften Aussicht belohnt. Heute mal kein Nebel, im Gegensatz zu gestern, und kein Dauerregen. Tut das Not? Ja. Ja. Wird das? Hallo, mein Name ist Ina und welcome to Jackass, oder was? Yeah! Ride the goat! Ride the goat! Hallo! Das kenne ich irgendwo her. Mehr Hüfte, mehr Hüfte. Sonst, ja, sonst lacht sie in der Regel nicht so viel dabei. Was denn? Ich habe Angst, dass die Ohren abbrechen. Das könnte sogar passieren. Ich würde mich totlachen, wenn das passieren würde. Ja, vielen Dank auch. Ja, natürlich. Das war mir klar. Ja. Könntest du jetzt bitte aufhören, die Scheiße zu filmen? Okay. Ein bisschen. Nur ein bisschen. Da war ich glatt vor Glück. Ja, ich freue mich auch so. Oh. Sehr richtig. Chefin muss noch was fotografieren. Hallo. Guten Tag. Jetzt stellen Sie sich einmal vor. Auf die Bewerbungscouch. Nee, da war es vor 10 Jahren schon drauf. Hast glorios bestanden. Ach, eine Frage am Rande. Was bedeutet denn die 61 da oben drauf? Hä? Ja, nu, das ist eine der Hauptfragen. Also, zumindest was die 1815 angeht. Wofür steht 1815? Ich gedacht, frage ich mal, wofür die 61 auf deiner Kappe steht. Okay, das bleibt ein Geheimnis. Das bleibt dein Geheimnis, okay. Ein kleines, dunkles Geheimnis. Mein Schatz. Thank you.
So, liebe Leute. Moment, Safety first. Es endet, wo es begonnen hat. Im Auto. Ja, gestern Abend war leider nicht mehr großartig was möglich, weil es viel zu dunkel war, um da noch irgendwie was zu filmen. Aber deswegen gibt es jetzt noch einen kleinen Abschiedsgruß. Wir sitzen im Auto, haben alles gepackt, Schlüssel sind abgegeben. Die Sonne scheint. Ja, die Sonne scheint, das ist total bekloppt. Und wir fahren jetzt wieder schön ins Ruhrgebiet zurück. Naja, mal gucken. Wir hoffen auf jeden Fall, euch hat der kleine Ausflug hier in den Hochschwarzwald gefallen. Und ansonsten, ja, wenn es nicht gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, wenn es gefallen hat, auch. Ja, ansonsten bleibt uns eigentlich nicht viel zu sagen, als trotz der Corona-Zeit, die ja jetzt wieder in einer härteren Version anbricht, ob ihr jetzt dran glaubt oder nicht dran glaubt, ob ihr Zweifler, Leugner oder ganz ängstliche Menschen seid, von unserer Seite... Was? Reptiloiden. Ja, ja, das gibt's auch. Oder QN-Anhänger oder was weiß ich. Ist mir auch egal. Soll jeder machen, wie er glücklich wird. Nein, wichtig ist von uns aus noch zu sagen, bleibt alle gesund, passt auf euch auf. Ja, und in diesem Sinne, liebe Leute, Glück auf. Glück auf.